Moin Leute, herzlich willkommen bei Malte Talks Malls. Heute mit einem Whisky, auf den ich mich wirklich freue, auf den ich wirklich gespannt bin. Ein Banner Heaven fürs Fejil. Los geht's. Ja, wenn ihr mein Neu im Regal Video gesehen habt, dann wisst ihr, dass der, naja, neu in meinem Regal ist. Und ich habe auch da schon versprochen, dass ich den jetzt zeitnah verkoste. Einmal kurz, um was geht es eigentlich? Also, wie ihr seht, Banner Heaven, Fejil 2023, Canasta Cask Matured, 51,2%. Das ist das, was draufsteht. So ein bisschen Limited Release und so weiter. Also, entziffern wir das mal. Gut, Banner Heaven ist klar. Fejil sagt für den meisten wahrscheinlich auch was. Das Ayla Festival. Und das ist eine Festivalabfüllung aus dem letzten Jahr 2023. Da gab es, glaube ich, zwei von Banner Heaven. Den hier und einen sehr, sehr teuren. Die Kappe nehme ich mal zur Seite, die fällt im Zweifelsfall eh gleich nur runter. Wobei dieser hier auch nicht ganz günstig ist. Ja, keine Altersangabe. Und diese Angabe Canasta Cask. Was ist das? Ich habe ein bisschen recherchiert. Besonders viel habe ich aber nicht gefunden. Scheint ein Cream Sherry zu sein, eine Mischung aus PX und Oloroso Sherry. Soll fruchtig süß sein, nussig. Ja, schauen wir mal. Diesen Whisky habe ich von einem deutschen Online-Shop. Das war jetzt also nicht mit Import und ich weiß nicht was für ein Krempel. Da habe ich eigentlich keine Lust drauf, da irgendwie mich noch drum zu kümmern. Deswegen bestelle ich irgendwie jetzt nicht bei schottischen Brennereien, wenn es so Möglichkeiten gibt. Manchmal gibt es die ja und schlag mich dann mit dem Zoll rum. Das ist mir ehrlich gesagt zu blöde. Den hier ganz normal online gekauft, wie andere Whiskys. In Deutschland haben wir ja das Glück, dass das online alles relativ easy geht. Er kostet 130 Euro für einen NAS-Whisky. Das ist ganz schön heftig. Hat dafür aber, ich weiß gar nicht, ob Fassstärke steht hier irgendwie nicht drauf. Aber er hat 51,2%. So, was haben wir denn hier? Genau, Palomino Petrojimenez Grapes Skillfully Blended Sherries Classical in Style. Ja, gut, Oloroso mit Spice, PX Complexity and Richness and Sweetness. Mann. Flasche. Klassische Banner Heaven Flasche, finde ich ganz schön gemacht. So ein, ja, was ist das? Weiß-grau, vielleicht so ein ganz bisschen Violettstich mit drin. Das ist irgendwie eine abgefahrene Farbe. Ganz leicht ins Flieder gehende. Na gut, okay. Jetzt geht es um das, was wirklich relevant ist. Also erstmal die Farbe natürlich richtig, richtig schön. Das bringt ordentlich Spaß im Glas, finde ich, weil es ist so ein, ja, so ein Mahagoni, sehr golden, nicht übertrieben in der Farbe, aber irgendwie einfach, ne, schön. Ja, und der hat eine ganz schöne Tiefe. Mein erster Gedanke, als ich an dem gerochen habe, ist, es hat ein bisschen was von alten Dalmors, als sie noch richtig gute Fässer verwendet haben. Machen die immer noch, aber dann kann man es nicht mehr bezahlen. Aber so die alten 12er, 15er, wisst ihr ja, die tauchen immer mal wieder hier auf dem Kanal auf. Daran erinnert er mich. So eine tiefe, schwere, ja, das ist richtig schön. Viel dunkle Frucht, ein bisschen diese Nussigkeit, vielleicht so eine Mandel reingehend auch. Speichelfluss anregend. Leichte orangen Obertöne mit dabei. Bisschen Alkohol, aber nicht zu viel. Das ist bei 51,2% in Ordnung. Kräftig irgendwie schon. Und so eine ganz, ja, orange Dattel vielleicht. Irgendwie wenig klassische Beere, mehr so viel Rosine mit Schokolade, sowas in die Richtung. Ich bin einfach sehr gespannt, wie er schmeckt. Deswegen probiere ich ihn jetzt einfach mal. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wenn es euch gefällt, lasst das Abo da. Ihr kennt das ja. Slange auf euch. Ja, ich hatte mir ein bisschen Wasser bereitgestellt. Das wird nicht nötig sein. So viel ist auf jeden Fall schon mal sicher. Er ist kräftig, er ist voll, prickelt so ein ganz bisschen beim allerersten Schluck Alkohol des Tages. Aber der kann so bleiben. Ich habe viel
Orangen, so Schokolade mit Orangenöl oder so. Kennt ihr diese britischen Schoko-Orangen, also so Schokolade, die so in so Orangenform gepresst ist und so einzeln, die irgendwie mit so Orangenöl aromatisiert ist? Sowas hat er sehr stark. Ja, so ein bisschen Muff, aber auf eine schöne Art und Weise. Einfach altes Holz, so ein nasses altes Holz. Ja, und dann denke ich wieder an die Rosine, in Zartbitterschokolade eingelegt oder eingeschlossen ist das dann eher, ne? Ja, schön, also schön komplex, der saugt einen so richtig rein, ne? Hat eine ganz milde, schöne Textur auch im Mund. Ein relativ langer Abgang. Ja, ich nehme noch einen zweiten Schluck und dann gehen wir mal ins Fazit. Auf euch. Also eine gewisse Kraft, Würze, vielleicht Muskat oder sowas ist schon noch mit da, dann Orange, Bitterschokolade, ein bisschen Süße. Es ist viel los, es ist sehr, sehr viel los. Nicht irgendwie stürmisch, nicht irgendwie wild. Ich weiß nicht genau, warum man dann kein Alter draufschreibt. Gut, vielleicht ist er jung und die Fässer waren dann einfach aktiv und haben ihren Teil beigetragen. Ich finde auf jeden Fall, das NAS stört mich jetzt hier nicht. Kommen wir zum Fazit. Eine schöne Abfüllung, ne, für sich genommen. Rund, trotzdem ausdrucksstark. Sherry-Fassreifung. Oder ist jetzt Kanaster-Cask oder was anderes ist, mein Gott. Aber mal was anderes, ne? Es hat so ein bisschen diese Trockenheit, leichte Nuss mit drin, aber auch eine Süße. Ne? Da kommt irgendwie dann beides. Vom Oloroso und vom PX, das kann man schon irgendwie wiederfinden. Ja, rund, schöner Abgang, schönes Mundgefühl, hat so ein bisschen was Oldschooliges für mich. Das waren auf jeden Fall gute Fässer, die hier im Einsatz sind, das ist ganz, ganz klar. Deswegen für sich genommen, toller Whisky. 130 Euro, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, eher nicht. So, ja, da gibt es entweder in der Preisklasse schon auch andere Sachen von unabhängigen Abfüllern, Single-Cask-Geschichten und so weiter, die, glaube ich, deutlich nochmal ausdrucksstärker sein können, bei dem man vielleicht auch eine vernünftige Altersangabe hat. Ne? Also 15 Jahre oder so kriegt man ja für, also unabhängig Single-Cask und so, 15 Jahre kriegt man auch heutzutage locker noch für 130 Euro. Ich denke, da kann man das Geld vielleicht ein bisschen eher lassen. Aber das ist auch immer, ja, ist eine Festivalabfüllung, keine Ahnung. Das müsst ihr am Ende selbst entscheiden. Für mich, für unter 100, ja, kann man das machen. Das andere ist so ein bisschen Festivalaufschlag, ne? Aber diese Rumrosine, Traube Nuss, Rumnuss, Schokolade, irgendwie sowas auch in der Nase, die ist schon fein. Also ist schon ein leckerer Whisky. Ein paar Flaschen gibt es, glaube ich, noch online. Wenn ihr sagt, ach, ich bin großer Banner Heaven-Fan, dann kauft ihn euch. Ansonsten der klassische 12er zum Beispiel, wenn der lange offen, ich finde, der muss lange stehen, lange offen stehen, dann hat der auch ganz viel, was der hier auch hat. Den gibt's, der ist zwar teurer geworden, aber den gibt es für deutlich weniger Geld. Wäre eher meine Empfehlung, um mit Banner Heaven mal anzufangen. Ich mag Banner Heaven, unpeated. Ist das super, da kann man nichts gegen sagen. Aber der Preis ist schon ambitioniert hier, auf jeden Fall. Na gut, wie steht ihr zu Banner Heaven? Ich habe die Brennerei sehr selten auf dem Kanal, obwohl ich die sehr, sehr gerne mag. Irgendwie komisch. Schreibt es unten in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf.